Yo Leute, alles klar? Heute zeige ich euch mal das erste Video, das ich auf YouTube überhaupt hochgeladen habe, vor guten 4 Jahren mittlerweile, oder nicht ganz. Und zwar war das mein Transformation-Video, das leider die meisten von euch nie sehen konnten oder nicht sehen können, weil es von der GEMA gesperrt ist. Und darum habe ich mir gedacht, ich re-uploade das Video jetzt mal für euch und mache ein kleines Voice-Over dazwischen. Sprich, die Musik hört ihr jetzt zwar nicht, aber ich kann dafür ein bisschen was über den Werdegang von mir erzählen. Also ich habe auch, wie die meisten von hier, angefangen als ziemlicher Skinny Boy, wie man so schön sagt. Also ich war zur Zeit, als ich 16 war, als ich noch gar nicht trainiert habe, war ich eine Zeit lang, ich sage jetzt mal so athletisch zwar, aber ich habe ca. 75 Kilo gewogen, also nicht wirklich schwer, auf 1,90 nicht ganz, 1,87. Und damals hatte ich auch so, ich sage jetzt mal einen Sixpack-Ansatz, aber nicht wirklich viel mehr. Und das hier, das war dann die Ausgangssituation, was ihr hier gerade seht. Also so habe ich ausgesehen mit 17, 18 so, also kurz vor 18, als ich schon ein bisschen angefangen habe zu fressen. Also ich habe ziemlich viel gegessen, schon bevor ich überhaupt trainiert habe. Ich habe irgendwie angefangen, so mit 17 einfach alles in mich reinzuschlägen, weil ich da irgendwie, ich denke, es war mein Stoffwechsel, der zu dieser Zeit aktiv wurde. Also ich wurde richtig hungrig und dann hat es angefangen mit dem Studio. Und jetzt ohne Scheiß, nach 2 Monaten habe ich bereits so ausgesehen. Also die Bilder sind jetzt, die nachfolgenden Bilder, sage ich mal, sind natürlich auch immer sehr gut in Szene gesetzt. Ihr seht jetzt das auch, man sieht da nicht wirklich viel. Man sieht einfach, dass ich ziemlich schnell gegaint habe. Entsprechend war ja, wie ihr vielleicht im ersten Bild auch gesehen habt, meine Schultern und meine Schlüsselbeine schon ziemlich weit auseinander. Und daher hat das bei mir eigentlich optisch wirklich, ich sage jetzt mal, an den Disco-Muskeln direkt angesetzt. Also ich habe vor allem an den Schultern und an den Armen sehr schnell zugelegt. Hier sieht man auch, wie ich damals ausgesehen habe. Das war nach 4 Monaten. Und gewichtsmäßig ist es auch sehr schnell nach oben gegangen bei mir. Also ich bin bei circa nicht ganz 80 Kilo gestartet und bin ziemlich schnell mal 90 Kilo schwer gewesen. Also ich habe mir da, das ist auch zum Beispiel so ein Bild, das sieht jetzt schon richtig mächtig aus, aber das ist eigentlich nicht viel, also war genau die gleiche Zeit wie das erste Bild, einfach mit sehr gutem Licht. Also ich war da, wie die meisten hier, natürlich noch nicht so am Posen. Ich habe da noch keine Bodybuilding-Posen gemacht. Mein Ziel war es auch nicht, Bodybuilder zu werden. Also das waren wirklich meine Anfänge, so wie ich das Ganze angefangen habe. Jetzt kommen hier die 5 Monate. Also nach 5 Monaten ist schon wieder um einiges mehr gegangen. Da war ich dann, da denke ich, sogar auf 90 Kilo. Und das war dann auch so ein bisschen die Zeit, wo ich mich angefangen habe, in Bodybuilding-Foren einzulesen und anzufangen, so ein bisschen mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Also die Erfolge, die sind ziemlich schnell gekommen, wie gesagt. Und dadurch, dass ich danach auch wirklich sehr neugierig war, ich habe sehr viel, also wirklich die Informationen verschlungen. Ich habe eigentlich Nächte damit verbracht, wirklich alles Mögliche zu lesen, bis ich dann mal gemerkt habe, dass eben auch viel Schund dabei ist und habe mich dann angefangen, mehr und mehr auf Studien zu beschränken, habe nebenbei noch Englisch gelernt, immer besser, um die Studien auch besser zu verstehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die meisten Studien einfach nur in Englisch vorhanden waren. Das war dann auch hier so ein Bild, wo man sieht, dass die Struktur schon bei mir damals schon da war. Also man sieht zwar, dass ich noch sehr wenig Muskeln habe im Vergleich zu heute, aber man sieht schon damals, die Schulterbreite, die war schon damals richtig heftig, sage ich jetzt mal. Und das war auch der Grund, wieso ich mich ja damals Posca Genetics genannt habe. Also es gibt ja immer noch sehr viele Videos von mir im Internet, wo ich meinen Werdegang ein bisschen erkläre. Darum möchte ich jetzt da nicht groß drauf eingehen, sondern einfach ein bisschen die Bilder kommentieren. Also wer das interessiert, soll sich mal das erste Video von Bodybuilding Ref einziehen. Das war nämlich ein Video über mich, wo das alles ein bisschen entstanden ist. Es war übrigens auch das erste Video, wo ich vor der Kamera überhaupt gesprochen habe, in Hochdeutsch. Also check dieses Video mal aus auf dem Bodybuilding Ref Kanal. Hier wurde ich dann ziemlich massig. Ihr seht es jetzt, ich habe weiter gefressen. Und das war eigentlich meine Strategie im ersten Jahr. Also ich habe einfach gefressen und gefressen. Und das ist auch der Grund, wieso ich den ganzen Leuten hier immer wieder sage, die ganzen Möchtegern-Hardgainer, ihr seid keine verdammten Hardgainer, nur weil ihr keine 3.500 Kalorien fressen könnt. Ich habe damals die Strategie verfolgt, einfach jeden Morgen so ein bisschen mehr zu essen als am letzten Tag. Und ich habe mich gezwungen, Leute, es war ein Üben. Es ist wie im Training, im Studio, ihr müsst immer besser werden. Und für die Leute, die einfach nicht zunehmen können, ihr seid einfach nicht fähig, konstant genug zu essen. Und
Wie gesagt, man darf es natürlich dann auch nicht übertreiben mit schlechtem Essen. Ich habe schon damals sehr ausgewogen gegessen. Jetzt kommt ja auch die Massenphase bei mir hier richtig durch. Also innerhalb von einem Jahr ist bei mir da sehr viel gelaufen, dadurch, dass ich so viel gegessen habe. Und das Fett hat sich bei mir vorwiegend am Arsch und an den Beinen angesammelt. Das wisst ihr ja. Ihr seht jetzt hier, trotz der enormen Gewichtszunahme ist mein Körperfett relativ, ja, immer noch gut. Also das Einzige, was man jetzt hier sieht, ist, dass meine Brust ziemlich am Hinken war. Das ist auch ein sehr gut getroffenes Bild hier übrigens. Da sieht man, dass die Lats bei mir so gut wie nicht vorhanden sind. Und trotzdem durch die schmale Taille und den gut ausgeprägten Rückenstrecker, da ich fast kein Fett ansetze am unteren Rücken, sieht das schon ziemlich mächtig aus, obwohl es gar nicht so mächtig ist. Also wie gesagt, das war so ein bisschen meine Massenphase. Meine erste Noob-mäßige Massenphase. Ich habe da noch nichts getrackt, keine Macros. Ich habe einfach gefressen. Und das mag für mich funktioniert haben. Ich habe einfach im Nachhinein gemerkt, dass auch ich nicht optimal zugelegt habe dadurch. Also das Fett war dann am Schluss, wie gesagt, doch ziemlich heftig. Also wie gesagt, man sieht es halt nicht auf den Bildern, aber ich habe dann irgendwann doch in einem T-Shirt schon ein bisschen zu bullig ausgesehen. Das hat nicht mehr schön ausgesehen, weil es war ja keine Qualität. Und das ist ja auch der Grund, wieso ich den meisten Anfängern hier rate, direkt mal ins Lean Bulk System einzusteigen, damit ihr diesen Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, ihr seht jetzt hier perfekt an den Beinen, die sind wirklich richtig dick gewesen, obwohl sie nicht wirklich, und man sieht auch super krass das Defizit zum linken Bein hier. Also das linke Bein ist viel dicker als das rechte. Und das hat sich mittlerweile zum Glück ein bisschen ausgeglichen. Und ja, dann nach einem Jahr Training war das Ergebnis folgendermaßen. Es kommt jetzt gerade, das waren glaube ich ca. 95 Kilo, ein bisschen mehr vielleicht. 213 Pounds habe ich das damals so angegeben. Also die Bilder findet man übrigens auch noch immer in einem Forum. Ich habe die bis heute nicht gelöscht als Beweis. Einfach damit Leute, die sagen, das wäre nicht möglich gewesen, das immer noch so sehen können. Das war wirklich so. Ich habe sehr schnell zugelegt in den ersten Jahren. Das war auch der Grund, wieso ich mich Polska Genetics genannt habe, weil einfach meine Kollegen mich alle so sozusagen abgestempelt haben für meine Genetik. Dass ich habe einen Kollegen gehabt, der hat schon 2 Jahre trainiert und ich habe den innerhalb von einem halben Jahr überholt. Und dann hat der mir immer gesagt, ja, das sind nur deine polnischen Gene, Mann, Polska Genetics, bla bla bla. Also ihr seht, Grundstruktur nach einem Jahr ist bei mir ordentlich was gegangen. Rücken war sehr schwach. Rücken ist bis heute noch meine Schwachstelle. Ihr seht vor allem, dass, wie gesagt, die Muskelgruppen, die schnell imposant wirken, bei mir auch sehr gut gewachsen sind. Also die Schultern, Nacken, Arme, da ist richtig was vorwärts gegangen. Und hier seht ihr jetzt auch sehr gut wieder, dass die Massenphase doch einige Spuren hinterlassen hat. Also ich habe da ordentlich gebulkt. Und entsprechend auch nicht mehr die Topform gehabt. Aber naja, das war wie gesagt meine Anfangsphase. Da habe ich auch noch schön gepostet, wie ihr seht. Und wie gesagt, ich finde dieses Video, ja, ihr verdient es, dieses Video zu sehen, damit ihr auch seht, dass auch ich mal ein blutiger Anfänger war. Und trotzdem, das war eigentlich, das sind jetzt 4 Jahre her. Wisst ihr, was ich meine? Und heute bin ich und bei vielen hier ein großes Vorbild. Und ich sage euch, Leute, nichts ist unmöglich. Ihr müsst einfach den Willen haben. Wie gesagt, ich hab eine ganze Sprache praktisch nur gelernt, um den Sport besser zu verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Alle die Leute, die sagen, man braucht 30 Jahre Erfahrung in diesem Sport, 20 Jahre, um Leute coachen zu können, ihr habt keine Ahnung. Man muss das Wissen aufsaugen und das kann man effizient machen innerhalb von ein paar Jahren, wenn man sich richtig in den Arsch klemmt. Und das hier war übrigens jetzt das Ergebnis meiner ersten Low-Carb-Diät. Und auch hier kann ich sagen, da war noch einiges. Also ihr seht, das war jetzt wirklich schon fast, das ist richtig peinlich, dass ich euch das zeige, aber diese Low-Carb-Diät, die habe ich wirklich ohne System verfolgt. Ich habe zum Teil vielleicht sogar meine Kalorien überschritten im Vergleich zu meinem sonstigen Essen, weil ich einfach viel zu viel auf Fett gesetzt habe. Also diese Diät, ich habe ein paar Kilos verloren, logischerweise. Das seht ihr jetzt dann auch gerade. Aber ich bin weit entfernt von Ripped. Also ich habe definitiv ein paar Prozent Körperfett verloren, aber für das, wie ich es gemacht habe und für die Carbs, ich habe so Low Carb gegessen, für gar nichts habe ich mich gequält, sage ich jetzt mal. Wirklich für gar nichts. Und ja, hier der Rücken, wie gesagt, Schwachstelle Nummer 1 bis heute. Hier sieht man jetzt aber eigentlich auch gut, dass der Trapez bei mir sehr gut gewachsen ist, schon von Anfang an. Einfach die Lats hinken extrem. Und ja, so hat das nach der Diät ausgesehen. Rückenansicht sieht man jetzt nicht einen großen Unterschied. Hier sieht man dann,
dass das Fett wieder um die Hüfte sehr schnell verschwunden ist. Das ist ja wirklich bei mir immer das Erste, was passiert, wenn ich Diät schiebe. Hier sieht auch die Brust richtig geil aus für damals. Das war immer so, meine Brust ist erst richtig gut gewachsen, seit ich Gironda Dips mache übrigens. Das ist auch nochmal so ein kleines Beispiel. Bei mir war Bankdrücken nie der springende Punkt. Das ist bis heute ein Referenzbild für mich. Das war damals meine angestrebte Form, die ich erreicht habe. Also viele sagen noch bis heute, viele Frauen sagen noch bis heute, so habe ich am besten ausgesehen wie damals. Das war so dieses, ja, dieses Beachbody-Typ. Weißt du, dieser Beachbody-Typ. Also ich habe da richtig viel Eindruck bei den Frauen bekommen damals. Ich habe richtig, konnte gut posen am Strand. Und wie gesagt, ich war glücklich eine Zeit lang. Ich habe sogar in dieser Zeit kurze Zeit mal aufgehört, richtig ernsthaft zu trainieren. Also ich bin immer noch ins Gym gegangen, aber ich habe meine Gewichte nicht mehr erhöht und wollte eigentlich diese Form halten. Also auch das war so eine Phase. Die Leute, die mich noch von Team Andro kennen, wissen das noch. Und ja, bin dann aber ziemlich schnell mal wieder in den Bodybuilding-Sucht, in die Bodybuilding-Sucht verfallen und habe natürlich dann wieder ordentlich gebulkt. Und ja, sonst wäre ich ja heute nicht, wo ich bin. Also wie gesagt, auch bei mir war der Weg nicht immer steil. Und hier seht ihr jetzt auch wieder ein ganz peinliches Poser-Foto von mir. Das war damals für eine Nivea-Werbung, beziehungsweise für einen Nivea-Contest habe ich das gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, Form, also wie gesagt, ihr seht jetzt, ich bin jetzt momentan im Aufbau leaner als damals in der Diät. Das sind immer noch Diätbilder. Und ja, das zeigt einfach, das ist auch wieder ein geiles Bild. Das zeigt einfach wieder mal, sollte euch vor allem mal wieder zeigen, dass es eben, ja, ihr verliert einfach Zeit, wenn ihr euch durchs Internet lest und jedem so ein bisschen seine Tipps verfolgt. Jeder gibt einfach das wieder, was er für sich entdeckt hat. Und das ist das Problem. Und wenn ihr euch einem Programm mitnimmt, und ich sage jetzt nicht mal zwingend das Lean Bulk System, holt euch einen Coach. Geht in einen Kraftsportlerverein, also in einen Gewichtheberverein, lasst euch die Technik beibringen, wenn euch das lieber ist, so. Und hört wirklich auf Leute, die Erfahrung haben, die auch schon mit Leuten gearbeitet haben. Das ist es, was wirklich zählt am Anfang und nicht irgendwelche dreckigen Artikel zu lesen und jedem seine Tipps einfach mal so aufzuschnappen für 2 Wochen und auszuprobieren, weil so kommt ihr nicht auf einen grünen Zweig. Ich habe das nach einem Jahr schon begriffen, schon ziemlich früh. Andere begreifen es nach 5 Jahren nicht. Und ja, das war jetzt das erste Video von meiner Transformation. Und gebt auf jeden Fall ein Feedback ab, was ihr davon haltet. Ich habe noch ein paar andere Videos, die ihr vielleicht alle schon gesehen habt, aber wenn ihr wollt, kommentiere ich meinen Werdegang gerne weiter so. Also wie gesagt, es war jetzt die ersten 16 Monate. Es geht, ich habe glaube ich noch 3 Videos am Start. Wenn ihr wollt, mache ich da eine Serie draus, damit ihr, wie gesagt, seht, was bei mir so abgegangen ist. Da seht ihr, made by Porsche Genetics damals, richtig stolz. Und das war es jetzt auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wie gesagt, Feedback ist gerne erwünscht und man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Peace the fuck out.